zusammen, Pilates-Runde mit mir. Seid gegrüßt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir machen heute mal wieder Powerhouse-Ansage für die, die vielleicht noch nicht so oft Pilates mitgemacht haben. Powerhouse-Erklärung, genau. Schambein immer ranziehen, Bauchspannung, komplette Spannung hier, Schulter nach hinten kreisen. So ist das Powerhouse gespannt und in jeder Übung haben wir das Powerhouse. Ganz wichtig, dass ihr immer mal gespannt seid, damit die Übung auch wirklich Sinn macht. Genau. Von der Seite sieht es übertrieben so aus. Schulter nach hinten kreisen und Schambein ranziehen. Spannung in der Mitte halten. Jede Übung. Okay, dann legen wir mal los. Wir bringen die Fingerspitzen an die Schläfen und gehen mal einfach nur zur Seite. Die Ellenbogen bleiben außen. Wir gehen nur von Seite zur Seite. Jeder geht so weit nach unten, wie er nach unten kommt. Bauchspannung, das heißt, Schambein bleibt rangezogen. Wenn ihr zwischendrin merkt, ihr lasst es mal los, dann einfach wieder nachspannen. Gehen wir nach vorne, Fingerspitzen wieder an die Schläfen und von Seite zur Seite. Einatmen. Bleiben wir mal. Wir gehen mal nach vorne runter, schieben den Po nach hinten. Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Und langsam wieder nach oben. Schön nachspannen und Po schiebt wieder nach hinten, Rücken parallel zum Boden. Drehe mich mal wieder zur Seite. Ein letztes Mal. Wir bleiben. Arme nach vorne und langsam nach unten beugen, nach oben strecken, beugen. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Letztes Mal und wir bleiben unten und wir gehen mal von links nach rechts, leicht nachdehnen. Versucht die Beine durchgestreckt zu halten. Wir bleiben in der Mitte, laufen mit den Händen nach vorne in den Liegestütz, halten uns. Langsam auf die Knie ablegen, Füße gestreckt, Blick nach oben. Einatmen durch die Nase, nach hinten absetzen, nach vorne kommen. Ausatmen durch den Mund.
jeder für sich in seinem, in ihrem Tempo. Bleiben wir vorne. Wir gehen langsam tief nach vorne runter, Ellenbogen schiebt nach hinten, ganz knapp über dem Boden. Tief ein- und ausatmen. Und dann kommen wir nur noch zur Hälfte nach oben. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Versuch wirklich die Beine auf dem Boden zu halten. Letztes Mal. Und die Hände gehen nach vorne, Stirn ablegen, Po locker aus. Von Seite zu Seite schön auslockern. Wieder Kraft sammeln. Für die nächste Übung, T-Shirt zurechtzupfen. Die Beine mal an- und abwinkeln im Wechsel. Legen wir die Stirn wieder schön auf die Hände. Die Beine bleiben oben im rechten Winkel. Fußsohle zieht zur Decke im Wechsel. Achtet ein bisschen auf eure rechten Winkel. Wenn ihr merkt, das Bein geht nach vorne, gleich wieder etwas nach oben lang ziehen. Und die Fußsohle geht im Wechsel zur Decke. Und ihr wisst, braucht ihr früher eine Pause, geht einfach in die Pause rein. Die dürft ihr euch jederzeit nehmen, so wie ihr es braucht. Die Seite noch einmal und die Beine ablegen. Wieder schön auslockern. Ihr dürft die Stirn immer gerne liegen lassen. So. Bleiben im Bauchlage. Müssen wir das schon alles zurechtziehen? Die Arme gehen nach vorne. Wir bringen die Arme, die Beine vom Boden weg, diagonal, hoch, tief, Blick bleibt Richtung Boden.
schön weiter atmen. Halten wir mal oben, nur oben halten und langsam ablegen und wieder auslocken. Wir bringen die Hände ganz nah an die Brust und schieben uns nach hinten zum Absitzen. Die Stirn dürft ihr auflegen und mit den Fingerspitzen mal richtig schön nach vorne greifen und langziehen. Und langsam nach oben. Schultern mal nach hinten kreisen. Durch die Nase, aus durch den Mund atmen. Und mal den Wechsel nach hinten kreisen. Und dann kommen wir langsam in den Vierfüßlerstand. Hände so platzieren, dass die Handgelenke genau unter der Schulter sind. Beine etwa hüftbreit auseinandergestellt. Wir gehen mit dem Bein im Winkel zur Seite hoch, wieder abstellen und das gleiche zur anderen Seite. Schön im Wechsel. Den Kopf lassen wir immer in Verlängerung unserer Wirbelsäule. Schön von Seite zur Seite. Und versucht immer wieder mal Schambein ranziehen, Power-Ausspannung. Jede Seite noch einmal. Bleiben wir. Katze Kuh im Wechsel. Schambein ranziehen Richtung Bauchnabel, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Wir machen uns richtig rund. Einatmen durch die Nase. Kuhposition. Blick nach vorne. Ausatmen durch den Mund. Einatmen und Schambein ranziehen, ausatmen, nach hinten wegkippen. Und alles mit Kraft, alles mit Spannung. Das Mal. Und dann bleiben wir gerade im Vierfüßlerstand. Nur mal rechter Arm nach vorne gestreckt, abstellen, linker Arm ausgestreckt. Schön im Wechselblick. Blick Richtung Boden und versucht wieder das Schambein ranzuziehen, Spannung in der Mitte beizubehalten.
absetzen und nach vorne so weit in die Handgelenksdehnung, wie ihr es aushalten könnt, wie ihr es möglich machen könnt. Langsam wieder nach hinten absetzen. Im Wechsel. Dann bleiben wir mal oben mit Kraft von oben nach unten in die Handgelenke reinschieben. Langsam etwas lösen, die Fingerspitzen nach außen schieben. Wieder mit Kraft von oben nach unten und wir gehen leicht in die Seite rein. Auch hier wieder nur so weit in die Seite reingehen, wie ihr es möglich machen könnt. Dann bleiben wir, die Fingerspitzen gehen nach hinten Richtung Knie. Und wieder mit Kraft von oben nach unten schieben. Dehnung halten. Wer kann, wer möchte, setzt sich noch so ein kleines Stück nach hinten ab. Aber wirklich nur, wer möchte, wer es möglich machen kann. Und langsam wieder nach oben kommen. Wir gehen mit den Fingerspitzen wieder nach außen. Halten, Fingerspitzen nach vorne und langsam absetzen. Hände, Handgelenke mal auslockern. Ja, ich weiß, tut weh und deshalb auch den Gegenspieler. Das kennt ihr ja schon, zumindest die, die schon in der Welle bei mir sind. Einmal Handflächen zeigt Richtung Decke, wenn möglich die Arme schön gerade, Schulter, Handgelenk, eine Linie, nur kurz den Gegenspieler halten, Dehnung kurz aushalten, langsam auf die Handfläche bringen, nach hinten absetzen, ausrucken und spätestens jetzt sollte es deutlich besser sein. Jawohl. Wir setzen uns einmal nach vorne auf die Matte. Füße aufgestellt. Wir fassen uns ganz knapp unterhalb vom Knie. Schultern tief. Einatmen durch die Nase schön aufrichten, nach oben ziehen. Und ausatmen durch den Mund schön rund nach hinten hängen. Einatmen durch die Nase schön aufrichten und ausatmen durch den Mund nach hinten. Schön im Wechsel, jede und jeder für sich. Letztes Mal nach oben ziehen und ein letztes Mal schön rund hinten hängen und wir ziehen das Kinn Richtung Brustbein, bleiben rund hängen und schön weiter atmen. Und langsam wieder nach oben kommen. Mal die Hände auslockern, wir bringen die Fußsohlen mal zueinander, Arme mal unter den Beinen durchschieben und mal richtig schön rund nach vorne hängen. Tief ein durch die Nase und aus durch den Mund atmen. Kurze Pause. Gönnt euch die Pause, bleibt mal schön vorne rund hängen.
euch langsam wieder schön nach oben, Füße wieder aufstellen, Schultern nach hinten kreisen und die Arme streckt ihr nach vorne. Einatmen durch die Nase und ausatmen. Halbes Abrollen. Einatmen. Aus. Und kombinieren wir. Gehen immer mal noch zur Seite hoch. Wieder gerade. Und zur anderen Seite. Einatmen, ausatmen, ein, aus. Jeder geht nur so weit nach hinten tief, wie er sich halten kann. Letztes Mal zur Seite. Und dann bleiben wir hier gerade. Letztes Mal. Und dann rollen wir ganz zum Boden ab. Die Arme mal nach oben strecken, wenn möglich vom Boden weghalten. Füße lang ziehen. Zehenspitzen zieht ihr ran. Fersen schiebt ihr von euch weg. Die Arme mal schön diagonal. Greifen Sie nach oben, zieht euch lang. Und dann legen wir die Arme mal neben uns ab. Ein bisschen locker lassen, mal kreisen. Und dann stellen wir die Füße auf. Etwa hüftbreit. Arme bleiben auf dem Boden liegen. Und wir bringen uns nach oben in die Schulterbrücke. Oben halten. Schön weiter atmen. Und dann gehen wir mal im Wechsel. Bein nach vorne gestreckt. Langsam abstillen, anderes Bein. Die Oberschenkel sind und bleiben immer parallel zueinander. Das heißt, das Bein wird nur nach vorne gestreckt. Und schön weiter atmen. Denkt dran, ein durch die Nase, aus durch den Mund atmen. Das mal und wir halten uns oben in der Schulterbrücke. Halten, schön atmen. Bringen die Arme zur Decke gestreckt und im Wechsel mal Schulterblatt lösen. Rechter Arm zieht nach oben, linker Arm zieht nach oben. Immer schön Schulterblatt. Vom Boden lösen und wieder ablegen. Schön im Wechsel. Vergesst euren Po nicht, bleibt in der Schulterbrücke. Wenn ihr spürt, es geht nach unten, immer gleich wieder nach oben nachziehen. Und schön weiter atmen. Arme bleiben gestreckt. Ablegen, Wirbel für Wirbel langsam zum Boden abrollen und die Knie mal von Seite zu Seite bewegen. Kurze Pause. Ihr wisst, wenn ihr es schon früher braucht, geht einfach früher in die Pause rein. Das dürft ihr jederzeit so machen. So wie ihr es müsst, wie es sein muss, so wird es gemacht.
Wisst ihr aber ja alles. Keiner muss hier was, jeder darf. Jeder macht es so, wie er kann. Und dann bleiben wir wieder auf dem Rücken liegen und ziehen mal beide Knie zum Oberkörper ran, so weit wie möglich. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch gerne von Seite zu Seite hin und her wippen. Bleiben wieder liegen. Wir fassen das rechte Knie, ziehen es zum Oberkörper ran. Das linke Bein strecken wir, bleiben aber vom Boden weg. Wer möchte, nimmt den Oberkörper mit nach oben. Wem das aber zu viel ist, der Kopf zu schwer ist, die Halswirbelsäule wehtut, einfach den Kopf liegen lassen. Das geht problemlos auch so. Aber als Fortgeschrittene oder wer das möchte, darf natürlich jederzeit den Oberkörper mit nach oben anheben. Und wir wechseln linkes Knie rein, ziehen rechtes Bein gestreckt. Dehnung spüren. Schön weiter atmen. Und dann wechseln wir etwas schneller von Seite zu Seite. Oberkörper langsam ablegen, für die, die ihn oben hatten, und weiter Knie ranziehen im Wechsel. Jede Seite noch zweimal. Knie ranziehen. Presst den Rücken richtig in den Boden rein und meine Füße kreisen. Die andere Richtung kreisen. So. Beine gehen zur Decke. So durchgestreckt wie möglich. Zehenspitzen ranziehen und wir gehen mal von Seite zur Seite. Die Hände dürft ihr neben euch ablegen und dürft sie gerne dazu verwenden, euch zu stützen. Geht nur so weit in die Seite rein, wie ihr euch halten könnt. Und wer möchte, kann auch hier wieder den Oberkörper mit anheben. Müsst ihr aber nicht. Jeder so, wie er kann, so wie es geht. Körper langsam ablegen, die Beine gehen noch weiter. Und langsam wieder Knie ranziehen, auslockern, lösen. Nochmal die Füße kreisen. Füße langsam abstellen. Und die Knie bewegen sich nochmal von Seite zu Seite. Dann legen wir die Knie zur rechten Seite ab, drehen den Oberkörper zur rechten Seite mit. Schieben uns nach oben zum Sitzen. Kurze Pause, die Schultern mal nach hinten kreisen.
greifen unsere Knöchel. Betonung liegt auf Knöchel. Keiner fasst sich hier an den Zehen und zieht hier an, sondern hier die Knöchel greifen. Wir schieben uns nach oben in den Bogen. Und langsam loslassen, lösen. Arme nach vorne, Beine, Arme bleiben oben, nur gestreckt oben halten. Und langsam die Stirn ablegen, Beine ablegen und von Seite zu Seite kurz lösen, kurze Pause. Kraft sammeln. Wir nochmal unsere Knöchel und schieben uns wieder nach oben in den Bogen. Blick bleibt immer Richtung Boden. Und langsam wieder lösen. Beine, Arme gestreckt vom Boden weg. Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Legen, wieder lockern und lösen. Und Beine an- und abwinkeln im Wechsel. Wieder abwinkeln. Und wir drehen uns auf die rechte Seite, auf der Seite, wo ihr liegt, so wie es passt. Kopf auf dem rechten ausgestreckten Arm ablegen, den linken dürft ihr zur Stütze nehmen. Wir bringen die gestreckten Beine mit Spannung nach oben. Oben halten. Dann mal die Beine vor, zurück, bewegen. Wieder mit Spannung oben halten. Und nochmal vor, zurück. Oben halten, beim dritten und letzten Mal gehen wir hier in den Unterarmstütz, Beine bleiben gestreckt oben, mit Spannung halten und vor und zurück. Mit Spannung oben halten. Legen, mal anziehen, auslockern, lösen. Gleiches zur anderen Seite. Wir sitzen uns nach oben. Legen uns einmal auf die linke Seite. Kopf auf den linken ausgestreckten Arm ablegen. Gestreckte Beine nach oben bringen, Spannung halten. Rechte Hand zum Stützen nehmen. Und dann gehen die Beine mal vor und zurück im Wechsel. Und nochmal oben halten, nur halten. Nochmal vor und zurück. Weiter atmen, nicht die Luft anhalten, atmet immer schön weiter. Nochmal mit Spannung oben halten,
bringen uns auf den Unterarmstütz. Und die Beine gehen vor. Zurück im Wechsel. Haltet durch. Mit Spannung oben halten. Und langsam ablegen. Knie mal ranziehen, auslockern, lösen. Und kommt langsam nach oben zum Sitzen. Schultern kreisen. Im Wechsel einzeln kreisen. So, mal die Handgelenke auslockern. Wir bringen uns langsam nach oben auf die Knie. Spannung halten. Ihr wisst, Schambein wieder schön ranziehen. Und wir beugen uns nach hinten und kommen langsam wieder nach oben. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Einatmen und aus. Geht nur so weit nach hinten runter, wie ihr euch halten könnt. Letztes Mal. Und setzt euch ab. Kurz lösen, auslockern. Wir gehen einmal kurz, stehen mal nach oben auf, lockern die Beine aus. Und dann gehen wir mal an die Wand. Das ist auch eine meiner Lieblingsübungen. Ganz gerne im Functional Fitness. Ich liebe das. Sitz an die Wand. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich hoffe, ihr habt gute Socken an. Meine sind etwas rutschig, aber ich gebe mein Bestes. Wir gehen in den rechten Winkel. Versucht euch hier zu halten. Die Arme, die Schultern so weit wie möglich an die Wand pressen. Und wir halten uns hier mal an der Wand im rechten Winkel. Einfach nur mal halten. Schön weiteratmen. Und dann mal im Wechsel die Fersen anheben. Nur die Ferse anheben im Wechsel. Ich rutsche etwas. Wenn ich jetzt gleich auf dem Boden sitze, wisst ihr warum. Und dann bleiben wir einfach nur sitzen. Bevor man doch mal auf dem Boden sitzt, sitzen wir lieber an der Wand. Haltet euch. Schön ein- und ausatmen. Haltet aus. Meine Functional Fitness-Leute wissen, das müssen sie manchmal eine Minute machen. Es geht alles, wenn man will. Und kommt langsam nach oben. Auslockern und dann kommen wir langsam an das Ende unserer Matte. Wir rollen uns Wirbel für Wirbel nach unten, laufen mit den Händen nach vorne in den Liegestütz und laufen wieder mit den Händen Richtung Zehenspitzen. Im Wechsel Liegestütz vorlaufen und zu den Zehenspitzen zurück. Laufen. Schön im Wechsel.
Zehenspitzen. Greifen mal den linken Fuß und ziehen uns einfach mal richtig schön an die Seite ran. Wechseln langsam zum rechten Fuß, ranziehen. Kommen zur Mitte und rollen Wirbel für Wirbel nach oben. T-Shirt zurechtziehen, wie immer. Schultern nach hinten kreisen. Ich brauche jetzt gerade eben schon einen ganzkörperhautengen Anzug. Ich hätte bescheuert aussehen. Nee, tun wir nicht. Und rollt euch wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Wir laufen vor in den Liegestütz, halten uns kurz, Beine etwas mehr auseinandergestellt. Und wir schieben uns zurück. Ferse Richtung Boden, Oberkörper zwischen die Arme, nach hinten schieben. Versucht die Beine hier durchgestreckt zu halten. Und wieder im Liegestütz. Hände bleiben, wo sie sind, die bewegen sich nicht. Einatmen und aus. In den Liegestütz kurz oben halten, auf die Knie ablegen, Füße gestreckt und schiebt euch hier wieder mit Kraft nach oben. Schön weiter atmen, wir sind hier praktisch nur auf den Knien und schön weiter atmen. Nach vorne ablegen. Hände nach vorne und die Stirn auf die Hände ablegen. Po mal von Seite zu Seite bewegen. Lockert euch wieder schön aus. Schön liegen bleiben, auslockern. Und dann bringen wir die gestreckten Beine nach oben. Versucht hier immer das Schambein in den Boden reinzupressen. Beine nach oben nehmen, einatmen, zusammenpressen, ausatmen, öffnen. Halten wir mal oben zusammengepresst. Schön weiter atmen. Und langsam ablegen. Loslassen, lockern, geht wieder von Seite zu Seite. Schön weiter atmen. Winkel im Wechsel. Dann bringen wir mal die Arme zur Seite raus. Kopf ablegen, Blick Richtung links. Mit der linken Hand schieben wir uns nach oben. Linkes Bein geht übers rechte, die Zehenspitzen berühren den Boden. Linker Arm zur Decke, wenn möglich, und Kopf anheben. Wir schauen mit nach oben. Der rechte Arm bleibt auf dem Boden im rechten Winkel liegen.
dann wieder ablegen. Linkes Bein wieder übers rechte ausstrecken. Linken Arm zur Seite in den rechten Winkel. Blick Richtung rechts. Mit der rechten Hand schieben wir uns nach oben. Rechtes Bein über links. Die Zehenspitzen berühren den Boden. Diesmal linker Arm im rechten Winkel unten halten. Rechter Arm zeigt zur Decke. Wir schauen mit nach oben. Langsam wieder nach vorne ablegen. Arm mal zur Seite liegen lassen. Blick bleibt Richtung rechts. Lockert euch schön aus von Seite zu Seite. Tief ein durch die Nase und aus durch den Mund atmen. Dann bringen wir die Hände ganz nah an die Brust. Die Ellenbogen schieben nach hinten. Wir schieben uns hier nach oben und setzen uns nach hinten ab. Stirn auflegen mit den Fingerspitzen. Nach vorne greifen und im Rücken schön lang ziehen. Dann Kopf leicht lösen und wir wandern mal in die Seite rein. Kurzdehnung in der linken Seite spüren. Hände kommen nach vorne, wir laufen mit den Händen zur linken Seite und spüren die Dehnung in der rechten Seite. Die Hände wieder nach vorne laufen und jeder für sich jede Seite noch zweimal dehnen. Ich habe kurz Pause. Schultern nach hinten kreisen. Im Wechsel kreisen. Pause ist immer ganz wichtig. So, langsam lösen. Setzen uns noch mal nach vorne auf die Matte. Füße aufgestellt, Arme nach vorne gestreckt, halbes Abrollen, einatmen, ausatmen. Noch zwei. Und einmal ganz auf den Boden abrollen, Beine strecken, Arme strecken. Zehenspitzen reinziehen, Fersen wegschieben, presst mal die Waden richtig in den Boden rein und Arme schön nach oben diagonal langziehen. Arme langsam neben euch ablegen, die Füße wieder aufstellen. Und wir bringen uns langsam wieder in die Schulterbrücke nach oben. Schön oben halten, Knie zusammenpressen, einatmen, öffnen, ausatmen durch den Mund. Und die Knie nur so weit wieder öffnen, wie ihr auch hier in der Schulterbrücke steht. Also nicht hier nach außen, sondern wirklich nur zusammenpressen. Einatmen, ausatmen, im Wechsel, haltet die Luft nicht an.
Stretch das mal und dann halten wir die Knie mal zusammengepresst. Schön weiter atmen. Langsam wieder öffnen und langsam Wirbel für Wirbel ganz zum Boden abrollen. Loslassen, lockern und die Knie wieder von Seite zur Seite bewegen. Beine kommen nach oben zur Decke. Wir fassen mal die Zehenspitzen, grätschen die Beine und ziehen mal an den Zehen Richtung Boden nach unten, pressen den Rücken richtig in den Boden rein. Weiter atmen. Füße abstellen, Knie nochmal von Seite zu Seite bewegen. Lockert aus in der Lendenwirbelsäule. Macht es in eurem Tempo, dieses Auslockern. Und dann bringen wir mal die Beine in Tischposition, in den rechten Winkel. Dabei ganz wichtig, dass ihr die Knie nicht hier reinzieht, sondern Knie bleibt eine Linie hier oben. Ihr sollt hier in der tiefen Bauchmuskulatur was spüren. Arme dürft ihr neben euch ablegen, Kopf dürft ihr auch liegen lassen. Im Wechsel Bein nach vorne strecken und wieder zurück. In den rechten Winkel, in die Tischposition zurückstellen. Zweimal ausgestreckt. In Tischposition bleiben, kurz oben halten. Und dann gehen wir mal von Seite zur Seite. Auch hier wieder nur so weit in die Seite rein, wie ihr euch halten könnt. Nehmt den Oberkörper mit nach oben. Achtet darauf, dass ihr die Knie nicht so weit ranzieht. Immer schön wegschieben. Und letztes Mal die Knie zum Oberkörper ranziehen. Oberkörper ablegen. Und mal die Füße kreisen. Und dann dürft ihr euch von Seite zu Seite hin und her wippen, hin und her bewegen, so wie es euch gut tut. Und dann langsam wieder die Füße abstellen. Und nochmal von Seite zu Seite bewegen.
schön auslockern. Und natürlich schön weiter atmen. Oberkörper dreht mit zur Seite, schiebt euch nach oben zum Sitzen. Schultern nach hinten kreisen. Wir bringen uns langsam auf die Fußsohlen. Füße ganz auf der Matte, Arme nach vorne. Schön im Wechsel auf die Zehenspitzen nach oben rollen. Und wieder ablegen, nach oben, absetzen, schön im Wechsel. Bleiben wieder die Hände nach vorne zum Stützen, mit den Füßen nach hinten gehen, in die Liegestützposition und oben halten. Wir bringen das rechte Bein nach vorne in den rechten Winkel. Ganz wichtig, achtet drauf, die Hände sind hier drin, das Bein ist hier außen. Rechter Arm zeigt zur Decke, wir schauen mit zur Decke. Die Hand abstellen, rechtes Bein nach hinten, linkes Bein kommt vor, rechter Winkel, linker Arm zur Decke, wir schauen mit nach oben zur Decke. Wir wechseln noch einmal. Bleiben hinten, wir schieben uns nach hinten, Knie bleiben vom Boden weg, machen ein nach hinten schieben. In Liegestütz halten. Mit den Händen langsam zu den Zehenspitzen laufen und Wirbel für Wirbel nach oben rollen. T-Shirt zurechtziehen, Schultern nach hinten kreisen. Nochmal im Wechsel kreisen. Und dann habt ihr es schon wieder geschafft. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr seid gesund, seid fit, bleibt auch gesund. Das hoffen wir ganz hart, dass wir hier bald wieder alle zusammen trainieren können. Und ganz wichtig, vor allem mit meiner Musik, die mir hier tierisch fehlt. ich freue mich auf euch. Bleibt gesund, bleibt fit, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder hier. Ich wünsche euch was, macht's gut.